Ja, Momo Leute, euer nebliger Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mist Survival. Passt perfekt zusammen und es wird neblig draußen. Ah, da ist der zweite Reifen, ich habe ihn rausgeworfen, alles gut. So, soll ich mal rauslaufen und mich dann komplett mit den Zombies anlegen? Werfen mal alles raus, nur für den Fall der Fälle. So. Die Axt kann weg, zweite Waffe kann weg. Okay. Wir haben jetzt eine Menge Müll zu Hause rumliegen. Ich brauche mehr Behälter. So. Wir nutzen einfach die Zeit hier und gucken mal nach einem Behälter. Zäune. Chicken. Aber das hier wird sowieso nicht mein finales Zuhause. Weswegen ich jetzt hier jetzt nicht großartig drauf Wert lege. Ich hoffe, dass ich noch ein größeres Zuhause finde in der Nähe von Wasser. Das wäre so mein Traum. Dafür ist ja das Auto da, um auch mal wegzufahren. Security Locker. Dafür brauche ich aber den Scheiß, ne? Ist doch Kacke, ist das. Er hat mich nicht mal angefasst. Er hat mich gerade mal angeguckt. Oh, ich habe zwei Munition verloren. Ist ja immer noch neblig. Aber guck mal. Ich kann so farmen. Bisschen blöd, dass ich jetzt meine Munition verschwendet habe. Wir benutzen den Nebel, um zu farmen. Äxte haben wir ja genug. Wir können welche nachproduzieren, glaube ich, ne? Nö. Egal, wir können eine Crowbar produzieren, damit können wir auch zuschlagen. Los, Zombies, kommt her! Ihr wollt euch mit mir anlegen? Hä? Na los! Was ist denn los mit euch? Ihr habt dort nichts auf dem Kasten. Ich verpasse euch hier einen Headshot mit bei der Axt. Na, Dude? Hallo? Oh Gott, das sind zwei, ne? Okay, mit zwei sollte ich mich nicht anlegen. Hallo, komm mal hier. So, mir geht's eigentlich noch ganz gut, ne? So farmen wir also Munition. Was so viel bedeutet, wie eigentlich dürften wir keine Probleme haben, ne? Ein Stein. Eine Potato. Oh! Wie cool ist das denn? Ich mag den Nebel. Ganz ehrlich. Das ist ja geil. Hallo, Dude. Fuck, meine Axt ist kaputt. Egal, der Loot liegt hier trotzdem noch rum. Nein, meine Potato! Wieso habe ich zwei Äxte dabei? Habe ich doch gar nicht. Sehr seltsam. Bau eine neue Axt. So. Okay, den Bären will ich aber nicht im Nahkampf besiegen. Dieser Drecksbär, ne? Wie du mir auf die Nüsse gehst, Kleiner. Wie du mir auf die Nüsse gehst. Aber wir haben schon mal ordentlich Munition gefarmt. Was so viel bedeutet wie. Ich kann meine Waffe mehr einsetzen. Oh, die Tür ist offen. Nein! Nebel, geh nicht weg!
The fuck? Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Egal, ich blute jetzt ein bisschen. Witz. Der will mich doch verarschen, oder? Wie viel Leben habe ich jetzt noch? Und ich bin ordentlich im Bluten. Wir legen uns gleich mal mit den Bären an. Aber ich lege mal alles weg, was ich habe. Soll mich der Bär mal kurz umnocken. So. Ja, ist ja gut. So, Bär, 1 versus 1. Wo bist du? Komm her, Mann. Komm. Okay. Ich habe auch nichts verloren. Perfekt. Warum? Ich habe die Dinger doch noch nicht mal an. Na egal. Erstmal den ganzen Loot mitnehmen. So, aber jetzt haben wir schon mal gelernt, wie wir gegen die Zombies ankommen. Ich bin echt in Versuchung, die Bären zu erschießen. So, hier hatten wir irgendwo welche noch umgebracht, ne? Blueberry. Wo ist der Bär hin? Hätte schwören können, hier wäre noch Loot gewesen. Wo ist der Bär hin? Ich bin doch hier gestorben. Kommt mir erstmal ein Fussel in die Nase reingeflogen. Was ist denn los? Ich werde schon fusselnd angegriffen. Na gut. Ich glaube, das war's an Loot. Aber ist schon nicht schlecht. So. Unsere Ausbeute. Gucken wir sie uns erstmal an. Wir haben mal wieder Salz bekommen. 2 und 3 Munition. Ja, gut. Das sind die 2 9 mm, die wir schon verloren haben. So, so und so. So, ganz ehrlich, brauchen wir das Messer überhaupt? Ich glaube nicht, ne? So, Potato kann erstmal liegen bleiben. So, der Motor, 32% ist, glaube ich, auch nicht so wirklich gut. Ja, cool. Wir haben hier auf jeden Fall schon einiges an Ausbeute. Es liegt zwar alles noch auf dem Boden. Darum werden wir uns eines Tages kümmern müssen, aber naja. So, wie spät ist das jetzt? 11. Boah, wir haben ja noch Zeit. Machen wir erstmal unser Auto fertig. Bin ich happy. So. Kurz mal hier alles nachladen. Ja, da hatten wir eigentlich 8-8, ne? Ich habe 6 Munition verloren, glaube ich. Oder habe ich sie rausgeworfen? Weiß ich gar nicht mehr. Das ist das Problem, wenn man keine Ordnung hat. Ich sehe Essen. Ich sehe keine Munition. Eines Tages habe ich hier Ordnung. Eines wunderschönen Tages. Aber jetzt werfen wir erstmal die überschüssige Munition weg. 8 Schuss müssten eigentlich genügen. So. Okay. Dann müssen wir jetzt los. Wir brauchen unbedingt einen Benzinkanister. Ich könnte jetzt rein theoretisch schon fahren. Ich meine, dann liegt mein Auto irgendwo rum. Ist halt so. Aber ich will fahren.
Wie, ich habe kein Benzin. Wie? Hallo? Continue. Ihr wart alle dabei, als ich Benzin reingetan habe, ne? Da! 0,72 Liter. Man braucht da also mindestens 1 Liter. Okay. Gut zu wissen. Ja, keine Ahnung. Wagen wir uns zu den Raidern oder was? Ich meine, was habe ich zu verlieren? Ich glaube, die Munition in meinen Waffen kann ich nicht verlieren. Die Haltbarkeit ist klar. Ist doch kein Lagerfeuer. Wir sind zwei Lagerfeuer nebeneinander. Eine Bottle. So, ja, Salz ist mir egal. Gut, Potato. Tun wir das einfach in die Tasche hier und dann nehmen wir die Tasche später mit. Wir wissen ja, wo sie sich befindet. Ist ja direkt neben unserem Zuhause. Ah, ein Reifen. Brauche ich aber nicht mehr. Ich brauche einen Benzinkanister. Okay, Bär. Jetzt bist du hier, ja? Merke ich mir. Du kannst auch bleiben. Weg von meinem Zuhause, Junge. Hast du nichts verloren? Ich muss auf mein Bein aufpassen. Ich muss auf mein Bein aufpassen. Übrigens spiele ich mit Maus und Tastatur, was bedeutet, ich werde nicht zielen können. Gleich, wenn die Raider kommen, die werden mich sowas von wegballern. Die sind ja mindestens zu zweit. Ja, was soll ich sagen? Huch. Okay. Ich glaube, da hinten war es, naja. Da war's. Das letzte Mal muss man auch dazu sagen, der hat sich da einfach weggebackt. War nicht so wirklich fair. Da war ja dieses Hundeding, was so aussah wie ein Hund. Was aber wahrscheinlich der Mensch war, der sich da einfach weggebackt hat. Da guckt ihn euch an. Ich werde so drauf gehen. Aber natürlich jetzt das Messer nicht dabei, ne? Fuck, das sind viele. Ich hab keinen Schuss mehr. Ich muss mich mit der Schrotflinte anschleichen. Okay. Also wir wissen jetzt, wie sie mich sehen. Wenn ich das Augensymbol sehe, bin ich am Arsch. Ja, ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Gott! Der hat einen Rifle! Aber die haben mich noch kein einziges Mal getroffen. Ich versuche mich mal von hinten anzuschleichen. Also von da, von der Seite. Ich habe halt noch meine Shotty, ne? Also, was soll da schief gehen? Wenn ich jetzt meine komplett die Schotti verliere, bin ich natürlich am Arsch. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, was ich da für Loot rauskriegen kann. Von den Burschen. Ah, die sind hier direkt am Wasser. Interessant.
Das ist ein dreckiger Bär. Der Bär ist einfach noch schlimmer als die Raider. Mit der Pumpgun auf zur Bank. Ja, oh scheiße, ich muss niesen. Ich werde mich selbst verraten. Selbst wenn ich nur einen von denen bekomme, ist das schon ein Sieg für mich. Und dann habe ich nämlich mein Leben gerecht. Scheiße, Mann. Der dreht sich doch um, wenn ich komme. Egal, da liegt noch eine neue. Eine bessere. Die holen wir uns jetzt. Aber einen haben wir erledigt, Freunde. Einen haben wir erledigt. Ist mir egal, ob ich meine Shotty verloren habe. Es ist mir scheißegal. Ich habe ihn fertig gemacht. Jetzt sind da noch zwei. Mindestens. Aber egal. Komme ich mit klar. Die Rache war mein. Und jetzt liegt da nämlich noch mein Zeug. Also nicht mein Zeug, sondern sein Zeug. Eventuell sogar mein Zeug. Ah, hätte ich mir das Schrot nur nicht so verkackt gerade. Ja, wie gesagt, Maus und Tastatur, das ist, es liegt mir nicht. Kein Stück. Hat man sofort gemerkt. Aber gut. Gehen wir nochmal hin. Ich habe ja jetzt nichts zu verlieren, oder? Ja, meine Axt. Ich hätte einen Stealth-Kill mit einem Messer machen können, ne? Ich bin ja nicht so geübt in diesem Spiel, von daher, was soll's. So. Da liegt die Leiche. Vielleicht kommt der Bär angetapst. Dann bin ich weg. Hey, guck mal. Tatsächlich. Und 4 Schuss habe ich sogar noch drauf. Nächster Versuch. Verrate mich nicht, Hühnchen, bitte. Sei leise. Ich weiß, hier komme ich nicht vorbei. Erstmal schön die Autos aufmachen. Null Liter, null Liter. Ihr habt doch echt nichts drauf. Aber ich kann die Dinger klauen. Wo sind die denn alle hin? Jungs? Die sind bestimmt auf der linken Seite. Oh, dann gehe ich halt rein und beklaue die jetzt. Oder ist da einer drinne? Rucksack. Das war's wert.
Hallo, Schnucki. Wie? Oh, ich kann das moven. Ich könnte den ganzen Schrank klauen, ja. Stell dir vor, wie ich da. Ihr seht da plötzlich jemand mit eurem Schrank aus dem Haus laufen. Ah, ja, scheiße. Dass ich da nicht reinkomme. Ach, sieh mal einer, guck! Ich brauche eine Crowbar. Und hier auch. Anlocken kann ich das nicht, ne? Nein. Okay, dann schleichen wir uns wieder raus, bauen uns eine Crowbar und schleichen uns wieder rein. Und dann wird die Trolla erschossen anstatt mir. Wo sind die denn jetzt alle hin? Jungs? Ich guck doch mal kurz, ob da irgendwelche Sachen von mir rumliegen. Ob ich irgendwas vergessen habe. Dann suchen wir die anderen. So, jetzt haben wir zwei MP4s, ja. Ich dachte, ich hätte Munition dafür. Fuck. Dass du nicht mehr hattest. Wo sind die denn, sag mal? Die sind doch nicht abgehauen, nachdem ich gestorben bin, oder? Ist keiner mehr da. Hä? Sobald ich loslaufe, dann ploppen die plötzlich auf. Ich schwör's euch. Deswegen schleichen wir uns jetzt mal davon und schleichen wir zu dem Haus da vorne. Oh, guck mal, da ist ein schönes großes Haus. Ein paar Liter sind da schon drinne. Wow! Das ist das andere Haus, ich sehe schon. Ich dehydriere, ne? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, jetzt da mit meinem ganzen Loot. Ich muss ihn wieder rauslocken. Hallo? Jungs! Guck mich an! Ich mach euch fertig! Oh Gott. Das war selten dämlich, aber ich lebe noch. Ja, gut, der schlauste Move war das jetzt nicht. Ne? Aber immerhin war das ein Move. Apropos Move. Sollen wir den Schrank hier klauen? Wieso war da noch was drinne? Ja, komm, gehen wir erstmal nach Hause. Wir haben jetzt ein bisschen was gelootet. Haben gegen Zombies verkackt. Zwei Munition reingepfeffert. Ohne Grund. Ah, das ist schön. Ich weiß, ich wollte nach Hause, ne? Oh, da liegt ein Hammer. Ich nehme gerne alles mit. Wieso lag da nur ein Hammer? Guck mal, das könnte doch perfekt ein Haus für mich sein. Am See. Also wenn ich hier gleich einziehen kann, dann werde ich das auch tun.
Also geiler geht's ja mal gar nicht, oder? Oder vielleicht da? Ach, Zombies. Oh, da ist ein Bett drin. Okay, gucken wir auf der Seite. Oh, ich will am See wohnen. Das ist mein Traum. Komm, bitte sag mir, dass ich da wohnen kann. Nein, kann ich nicht. Och Mann. Ich will unbedingt in der Nähe vom Wasser wohnen. Der Rest ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, wie groß das Haus ist oder so. Ja, rein theoretisch kann ich am See selber bauen, ne? Stimmt. Ja, verschlossen. Ist nicht zufällig eine Crowbar? Eine neue Pistole? Und das war's. Naja, gut. Aber ich kann nur so eine kleine Mini-Hütte bauen. Toll ist was anderes. Aber gut, Freunde. Ich würde sagen, heute war ein erfolgreicher Rachetag. Ich habe zwar nur einen getötet, die anderen sind abgehauen. Aber ich habe einen getötet. Und ich habe mich mit den Zombies schon mal angelegt. Ich bin sehr stolz auf mich heute. Und damit verabschiede ich mich. Und wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen, frischen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.